Also, ich bin hergegangen und habe gesagt, du Froni, ich hätte gute Hustentropfen. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ich muss leider immer noch meine Provisorium tragen, deswegen kann es sein, dass ich etwas nuschel und der Eckzahn aussieht wie ein Vampirzahn. Ja, ist aber keine Absicht. Heute wollte ich euch mal einfach eine Warnung aussprechen. Und wenn ihr Substanzen verschrieben kriegt, gebt es nicht an andere weiter. Das kann böse nach hinten losgehen. Ich erzähle euch einmal eine Geschichte, was mir passiert ist. Ich habe... Das muss 1995, 96, 97 so in den Dreh gewesen sein, Codein verschrieben bekommen. Und ich habe in einer biologischen Feinkostgroßhandlung gearbeitet als Lagerist. Und weil das eine aufstrebende Firma war und das Geld halt jetzt nicht so vom Himmel regnet, musste ich mir halt meinen Arbeitsplatz im Lager ein bisschen provisorisch herrichten. Ich habe einen Palettenstapel gemacht, da lag also Plastikdingsplatte drauf. Da habe ich mal Essen auch immer hingelegt, da stand das Telefon und da standen die Lieferscheine, lagen da auch. Und die Froni war Mitarbeiterin, die im vorderen Teil im Büro gearbeitet hat und in der Produktion mitgeholfen hat. Es kam die immer ins Lager und hat halt da die Lieferscheine sortiert und hat da geschaut, was wir so brauchen und hat halt dann mitgeholfen. Und dann war es halt einmal so, sie hat eine extreme Erkältung gehabt und hustet halt ständig, ohne sich die Hand vorzuhalten oder einen Ellbogen oder irgendwie immer so nach vorne und da lag mir Essen. Hustet da ständig in mein Essen hin. Und ich bin halt total wütend worden und diese Wut, die in mir aufgestiegen ist, was kann ich nur machen, damit die nicht dauernd mehr essen und hustet, habe mich nicht mehr befähigt, klar denken zu können. Ja, also ich bin hergegangen und habe gesagt, du Froni, ich hätte gute Hustentropfen. Du darfst aber danach nichts mehr essen, wenn du die nimmst. Ja, dann wäre dein Husten weg. Und ja gut, lass mich mal probieren. Ich habe eine Kappe genommen von dem Codeinsaft, den man normalerweise randvoll macht als Heroinabhängiger und eine Kappe nimmt, damit man keinen Entzug hat. Und habe ja da ganz, ganz wenig reingemacht. Also ich würde jetzt mal sagen, normalerweise sind 15 Milliliter und gekriegt hat sie von mir 0,1. Dann gib ihr das so. Und sie, oh, schmeckt das ekelhaft. Ich so, ja, aber dafür ist es gleich vorbei mit dem Husten. Ja, und dann aus. Kein Husten mehr. Und sie ist immer lustiger geworden. Und dann da hüpft sie so rum. Und oh, tolle Medizin, wie heißt die nochmal? Die muss man das aufschreiben. Muss ich dann zum Arzt und bla. Ja, das heißt Codein, habe ich gesagt. Aber die Hustentropfen, die gibt es auch so in der Apotheke. Also damals, konnte man sie so holen. Ja, normale. Nee, die nicht, die mit Codein hast, aber schon immer verschrieben bekommen. Auf alle Fälle hat sie dann doch was gegessen. Und was ist passiert? Sie hat gekotzt wie ein Stier. Ganz blass im Gesicht und sie wollte jetzt nach Hause gehen. Ich habe gesagt, warum hast du was gegessen? Dir geht's gleich wieder besser, wenn das alles raus ist. Und es war auch so. Ja, das ist ja auch bei Heroin so. Es kommt in Wellen und wenn du was gegessen hast, kotzt du. Wenn es raus ist, geht es dann wieder gut. Und so war es bei ihr zwar auch, aber sie ist trotzdem heimgefahren. Und es gab auch ein Riesendrama, was mir einfällt, ihr sowas zu geben. Ja, dann haben sie meinem Chef nochmal erklärt, ich habe ihr Hustentropfen gegeben und wenn sie die nicht verträgt, kann ich auch nichts dafür. Aber ich werde es nicht ertragen, dass sie sich hinstellt und über mein Essen rüber hustet. Ganz einfache Hausnummer, oder? Aber ja, es war nicht klug von mir, dass ich ihr von meinem Substitut was gegeben habe, weil ich mir das nicht länger anschauen habe können, dass sie da so abpustet. Dasselbe ist auch mit dem Tilidin. Also ich weiß genau, wenn ich jemanden, der sagt, er hat extreme Schmerzen im Knie oder sonst irgendwo, wenn ich dem eine abgeben würde, werden die Schmerzen weg. Aber die ganzen Nebenwirkungen, die sind auch da.
Das heißt, Übelkeit, wenn man es nicht verträgt, dass man dann auch brechen muss, wenn man was gegessen hat und dass man das einem schwindlig wird, dass es immer in Wellen kommt, dass da Euphorieschub mit dabei ist am Anfang. Es ist halt so. Und deswegen sollte man das nicht einfach weitergeben. Ja. Also überhaupt verschreibungspflichtige Medikamente weiterzugeben, ist schon sehr grenzwertig. Es hat ja einen Grund, warum dass die verschrieben werden. Weshalb man es nicht so einfach nehmen sollte, weil es vielleicht schaden könnte, wenn man zu viel davon nimmt oder einen falsch anwendet. Darum kann ich euch nur sagen, Finger weg davon, macht es nicht. Also Leute, Peace für heute.